Einen schönen guten Morgen, willkommen zu einem neuen Food Diary von mir. Ich starte den Tag mit dem Apfelstrudel Crunchy Müsli, dem Emmy Caffè Latte Birthday Edition Hazelnut Schoko. Ich bin sehr gespannt. Und einem Actimel mit Erdbeer. Ich wollte schon Granatapfel sagen, aber es ist diesmal Erdbeer. Mittags gibt es nun Kartoffelsalat mit Baguette, einmal mit so einem Laugenbaguette und einmal mit normalen Knoblauchbaguette. Nachmittags gibt es nun eine Halloren-Maracuja-Joghurtkugel, die ist so lecker. Und dazu trinke ich einen Messmer süße Kirsche. Nach der Arbeit ging es direkt ins Gym und da habe ich heute eine Stunde Bein und Po trainiert. Nun gibt es Abendessen und zwar eine Laugenstange mit Frischkäse, Pepperoni-Salami, ein Babybel und in Shape Republic grüne Apfel- und Kiwi-Proteinshake. Ich schnabuliere jetzt noch diesen Kinderriegel rein, habe ich irgendwie Bock. Good morning in the morning. Heute gibt es zum Frühstück eine Schüssel KitKat Müsli, einen Mandel-Chai-Smoothie von Rewe und ein Actimel mit Erdbeer. Vormittags gibt es ein paar Cheetos, leider die falschen. Mama hatte mir die Bällchen mitgebracht, statt die Flips, aber gut, wir verzeihen ihr mal. Und dazu trinke ich einen Orange des Südens-Tee. Mittags gucken wir LOL. Jetzt hast du einen Ton ausgemacht, da müssen wir nachher zurückspulen. Ja. Sehr schlau. Auf jeden Fall gibt es jetzt den Froster Schlemmerfilet Knusper-Käsefisch und ein bisschen Kartoffelsalat noch von gestern. Ja. Ich habe mir heute Nachmittag früher freigenommen, weil ich ein bisschen was zu erledigen hatte. Und in knapp einer Stunde geht es zum Zumba und da gibt es jetzt nämlich Abendessen vorher noch. Und zwar ein Tuna-Sub im Honey-Oat-Brot mit Salat, Paprika, Mais, Zwiebeln, Jalapeno und Sweet Onion und Honey-Mustard-Soße. Genau. Und dann geht man noch zum Zumba und das muss irgendwie die Zeit überbrücken. Deswegen esse ich es vor Ort. Lecker war es wie immer. Und jetzt gibt es noch eine Nachspeise. Und zwar war ich vorhin beim Rewe und habe mir hier solche Mochis geholt. Einmal mit Mango und einmal mit Erdbeere. Und die werde ich jetzt noch im Auto schnabulieren. Und da freue ich mich schon. Liebe Mochis einfach. Nach der Stunde Zumba habe ich jetzt noch ein bisschen Hunger. Und da habe ich mir jetzt so einen kleinen Joghurt gemacht. Und zwar Kokosjoghurt. Da habe ich von ESN Flavor Vanilla Mokka rein und obendrauf ist noch Naturally Pam Crunchy Granola oder Granola Crunchy Chocolate so rum. Guten Morgen, heute gibt es zum Frühstück eine Schüssel My Müsli Pink Granola und ein Actimel mit Erdbeer. Vormittags gibt es einen Kinder Happy Hippo Haselnuss und einen Winterpunsch-Tee von King's Crown Rossmann. So, wir sind mal wieder beim Türken und essen unsere Tapas. Zu viert heute. Und wir haben jetzt hier so einen Metzeteller. Da habe ich noch eine Apfelschorle. Ihr kennt das jetzt mit Börek, Grillgemüse, Oliven. Ich werde hier ausgelacht. Tierköfte, Avocado-Dip, Auberginen-Dip, Tzatziki, Krautsalat, Curry? Dattel-Curry. Ja, weiß ich selber. Und gefüllte Weinblätter und Feta. Genau, ja. Damit geht es jetzt erstmal los. Und hier wurde schon direkt angefangen. Also essen wir jetzt auch. So, nach der Metze gibt es jetzt noch Mama. Zusammen diese Köfte, die teilen wir uns mit Reis und einem Beilagensalat. Auf dem Weg zurück ins Boot gibt es einen Milchboller. Den gab es jetzt noch beim Restaurant in so einer Schale drin. Am Nachmittag esse ich nun zwei von diesen Shortbread Raspberry White Chocolate. Die habe ich in Dubai gekauft im Oktober. Und die laufen jetzt demnächst ab und deswegen werden die jetzt mal probiert. Mama hat schon gesagt, die schmecken gut, deswegen freue ich mich. Nach der Arbeit war ich im Gym. Heute gab es nur 45 Minuten Oberkörper, da ich Bauchschmerzen schon wieder habe. Seit einer Woche immer mal wieder. Nervt langsam. Muss ich vielleicht doch mal zum Arzt. Auf jeden Fall habe ich jetzt gerade den PC angemacht, deswegen das Piepen. Und jetzt gibt es noch als Abendessen den restlichen Kokosjoghurt von gestern, heute ohne irgendeinen Flavor drin. Eine Banane und das Naturally Pam Caramelized Almonds. Also die Nut-Butter oben drauf, genau. Die ist so stückig jetzt mittlerweile, aber egal, schmeckt trotzdem mega. Guck gerade noch prominent getrennt und snacke ein Kinder-Country. Wird nicht richtig scharf, aber ihr erkennt's. Ne? Good morning in the morning. Heute gibt es zum Frühstück eine Schüssel KitKat-Müsli und wieder ein Actimel mit Erdbeere. Vormittags gibt es einen Schokololli, den habe ich gestern bei der türkischen Tapas noch mitgenommen und aber nicht gegessen, deswegen esse ich ihn jetzt. Mittags gibt es nun Hähnchen-Minutenschnitzel mit einer Paprikamarinade,
Tortellini mit Ricotta-Spinatfüllung in einer Frischkäse-Bärlauchsoße und ein Stück Tortilla mit Paprika. Am Nachmittag war ich mit meinem Auto beim Reifenwechseln. Jetzt gibt es einen kleinen Snack, und zwar einen Beefy Carazza. Mal gucken, was ich zu Abend esse. Ich habe gerade irgendwie gar keine Idee, was ich essen soll. Naja, erstmal das. Meine Entscheidung fiel jetzt auf Cheesy Ramen-Nudels. Das ist ein gutes Gericht, wenn man nicht gerne kochen möchte. Dann geht es schnell und schmeckt immer gut. Leider habe ich aktuell keine Eier da, deswegen ist auch kein Ei drauf. Sonst liebe ich es ja immer mit einem. Und obendrauf habe ich noch das Just Spices Bowl Topping. Da ist auch Sesam mit dabei. Ist ein bisschen Mix. Ich habe jetzt noch Lust auf eine Nachspeise, deswegen gibt es noch ein bisschen Florida-Eis, und zwar Pommes mit Mayo. Das ist Milcheis mit frischem Joghurt und hausgemachte Exotic-Sauce. Das ist super lecker. Das habe ich letzte Woche gekauft und direkt probiert. Richtig gut. Am Abend gucke ich natürlich Top Models und habe jetzt noch ein bisschen Hunger bekommen. Deswegen habe ich mir jetzt hier Zwerge geholt. Und zwar die mit Erdbeere, Himbeere und Kirsche. Genau, ich musste da unten halt, sonst ist es nicht hell genug und Licht möchte ich jetzt aber nicht anmachen, weil ich gucke lieber im dunklen Fernsehen. TGIF, thank God it's Friday. Ich starte den Tag mit einer Naturally Pam Clean Protein Brownie, dem Dr. Oetker High Protein Coffee Caramel Macchiato und einem Aktiv mit Erdbeeren. Hier kenne ich schon den normalen, der war ganz gut und deswegen freue ich mich sehr auf Karamell. Am Vormittag gibt es nun ein paar Plompenzieher und zwar die Riesenkaramell hier. Die ganze Stange jetzt. Heute gibt es ein Sandwich und zwar mit Peperoni-Salami und Gouda-Käse. Und ich werde drunter schreiben, wie viel ich esse. Ich vermute 2, vielleicht auch 3. Als Nachspeise gibt es jetzt noch eine Schüssel mit Erdbeeren. Außerhalb der Saison, aber manchmal muss das sein. Abends bin ich mit der lieben Isa in Landsberg. Wir sind bei Shiro Sushi. Konnte ich schon nicht mehr reden. Und jetzt gibt es erstmal Vorspeise. Und zwar Mini-Frühlingsrollen und solche Garnelen in so einem Teig. Genau, und die teilen wir uns so ein bisschen auf. Und ich habe eine Maracuja-Scholle und die Isa eine Johannisbeer-Scholle. Und hier sind noch wunderschöne Blümchen. Dankeschön. So, und jetzt geht's weiter mit dem Sushi. Voll geil, ich lieb's. Dieses Special Effekt. Ich habe so eine Fresh Combo, da ist Lachs mit Frischkäse und Avocado. Lachs mit noch irgendwas, ich weiß gar nicht mehr. Müsste ich nochmal nachgucken und drunter schreiben dann. Und extra habe ich noch dazu diese Crispy-Dinger. Genau. Schreibe ich alles drunter, ich bin gerade zu überwältigt von dem ganzen Gedampfe. Jetzt gibt es noch Nachspeise. Und zwar habe ich mir Mochi ausgesucht. Und zwar grüner Tee, das ist das Grüne. Und Passionsfrucht, das ist das Gelb-Lilane. Und Isa hat noch einen Grüntee und hat hier so eine Tonka-Bohne mit Himbeer in irgendwie Leder. Und das ist, klingt ganz wild auf jeden Fall. Sieht auf jeden Fall beides richtig gut aus. Guten Morgen. Heute gibt es das Frühstück im Bett. Und zwar das Ermann Foodie Pistachio-Style. Ich hoffe, das hält mich schön satt und gibt mir Energie. Denn jetzt geht es gleich richtig rund. Ich fahre nämlich in ein Studio, da habe ich die Woche einen Vertrag für Kurse abgeschlossen. Und das heißt dann eine Stunde Bauch, Beine, Po und direkt im Anschluss eine Stunde Zumba. Also muss mir das hier auf jeden Fall erstmal für 2 Stunden gleich helfen. Ne? Die 2 Stunden Sport habe ich jetzt erfolgreich überstanden. Der Bauch, Beine, Po-Kurs war wirklich krass. Also der hat mich halb zerlegt. Das war richtig anstrengend. Danach, das Zumba war auf einmal super entspannt. Fast wie Stretching oder eine Massage. Aber es war richtig cool, hat Spaß gemacht. Danach war ich bei Rewe und bei Kaufland einkaufen. Dachte mir, Kaufland habe ich bei uns im Ort nicht. Deswegen nutze ich das direkt mit aus. Und jetzt gibt es auf jeden Fall Mittagessen. Da habe ich mir beim Rewe eine Poke-Bowl mit Lachs mitgenommen. Also mit Lachs, Avocado, Gurke, Edamame, Mango und Fischeiern und einer Erdnusssoße, habe aber noch ein bisschen Soja, was ich für den Reis dann mit reinmachen werde. Dazu trinke ich dieses Monster Nitro, super dry, noch nie vorher gesehen, keine Ahnung, das schmeckt, ob das so wie das normale ist, mal schauen. Und ich dachte mir, habe ich auch noch Bock drauf, auf das Cookie Bros Keksteig vom lieben Knossi und zwar mit White Chocolate. Ja, wahrscheinlich sind die Augen größer als der Magen, aber ich freue mich jetzt. Also Gönnung. Zeit fürs Abendessen. Da gibt es 2 Scheiben Sandwich Toast mit Frischkäse. Hier ist eine Scheibe Folie Pie und hier sind 4 Scheiben Gelbwurst drauf. Und dazu trinke ich einen Messmer Zimtpflaumetee. Einen schönen guten Morgen. Den Sonntag starte ich mit 2 Scheiben Sandwich Toast mit Butter und Bratapfelkonfitüre, einem Starbucks Karamell Macchiato und auch wieder einem Actimel mit Erdbeere.
Mittags gibt es ganz simples Essen und zwar einfach Quesadas. Da habe ich Protein-Wraps genommen mit Cream und Cheddar dazwischen und als Dip noch ein bisschen Gurkenquark. Es gibt noch eine Nachspeise und zwar den Berchtesgadener Land Frucht- und Knusperjoghurt-Banane mit diesen wunderschönen Schokokugeln im Bananenjoghurt. Abends habe ich wieder Quesadas gemacht, also zwei Protein-Wraps mit Käse drin. Ich habe so noch ein Babybel mit rein und auch noch ein bisschen Chipotle-Soße für ein bisschen Würze. Und auch wieder etwas Gurkenquark. Abends gibt es noch zwei Kinder Buenos, ein normales und ein White.